Rapunzel und die Papierprinzenmagie. Es war einmal in der üppig grünen Landschaft, lebte ein sehr schönes Mädchen namens Rapunzel. Sie ritt mit ihrem Pferd in den Wald, um Prinz Rob zu begrüßen, der von sehr weit her kam. Rapunzel hatte ein gutes Herz und als ihr Pferd müde wurde, beschloss sie, eine Weile anzuhalten und sich auszuruhen. Rapunzel, glaubst du, wenn ich es schaffe, den Drachendrado zum Lachen zu bringen, wird der Zauber auf mir wirklich brechen? Wenn die böse Hexe Camilla uns die Wahrheit gesagt hat, dann ja, Klapsi. Nach ihrer Pause stiegen Rapunzel und Klapsi auf und ritten weiter. Prinz Rob hatte Rapunzel sehr, sehr vermisst und war auf der Suche nach ihnen. Komm schon, Rapunzel, komm schon, wo bist du? In diesem Moment sah der Prinz, dass sich jemand näherte. Er dachte, es sei Rapunzel und schrie auf. Hey! Huhu! Ich bin hier! Rapunzel! Aber er hatte sich geirrt. Es war nicht Rapunzel, es war Camilla, die böse Hexe. Wir sind dem Prinzen sehr nahe, Eure Majestät. Es ist Zeit, den Alterungszauber zu zaubern. Camilla stieg von ihrem fliegenden Besen ab, bevor sie sich Prinz Rob weiter näherte. Sie benutzte ihren magischen goldenen Fächer, um einen Zauber auf ihr Gesicht zu zaubern. Der magische Wind des Fächers verwandelte Camilla in eine sehr alte Frau. Wer würde einer so bezaubernden alten Frau nicht helfen wollen? Als der Rauch verflogen war, begann Camilla auf den Prinzen zuzugehen. Oh, leider ist das nicht Rapunzel. Als Prinz Rob bemerkte, dass es sich bei der Person, die sich näherte, um eine alte Dame handelte, ging er sofort zu ihr rüber und fragte sie, ob sie Hilfe brauchte. Oh, Junge, ja, ich brauch wirklich deine Hilfe, ja. Sagen Sie es einfach, ich werde tun, was ich kann. Hör zu, mein Junge, ich habe einen Brief von meinem Bruder erhalten, aber ich kann nicht lesen. Oh. Tut mir leid, Madame, aber warum können Sie nicht lesen? Komm näher und sieh mir in die Augen, mein Junge. Prinz Rob warf einen genauen Blick auf die Augen der alten Frau und sah, dass die Augen nicht stillstehen konnten. Sie wirbelten herum. Nun verstehe ich, Madame. Sie wollen also, dass ich diesen Brief lese, ja? Ja, gutherziger Junge, bitte lesen Sie, aber lassen Sie mich auch sagen, dass meine Ohren auch nicht gut hören. Das ist kein Problem. Ich kann diesen Brief einfach laut lesen. Als alte Frau verkleidet, übergab Camilla das Stück Papier an Prinz Rob. Der Brief ist so klein geschrieben, dass ich selbst Schwierigkeiten habe. Komm näher, Liebes, komm zum Papier. Ja, komm her. Prinz Rob sah sich den Zettel sehr, sehr genau an und begann zu lesen. Es ist winziger als winzig. Weißer als weiß, gestreifter als gestreift, mehr gefärbt als Tinte und sehr leicht, wie eine Feder. Wenn man genauer hinsieht, schneidet es wie Papier. Hä? Und schon verwandelte sich der Rauch, der Prinz Rob umgab, plötzlich in ein Stück Papier. Der Prinz hatte nicht nur einen Brief gelesen, sondern die Worte eines bösen Zaubers. Guck ihn dir an, Bromi, ein Papierprinz. Euer Zauber hat gewirkt, Eure Majestät. Prinz Rob wurde dort als ein Stück Papier zurückgelassen. Camilla stieg auf ihren fliegenden Besen Bromi und flog sofort weg.
aber sie merkte nicht, dass sie das Papier mit dem Zauber darauf fallen gelassen hatte. Und dann galoppierte Rapunzel schließlich zu Prinz Rob. Als sie die Papierform des Prinzen sah, war sie sehr verwirrt. Mein Prinz! Was ist geschehen? Was hat die Reise mit dir gemacht? Nein, Rapunzel, der Prinz sieht aus wie ein Stück Papier. Ja, genau, wie ein Stück Papier, dünn, leicht und... Zu dieser Zeit wehte ein sehr starker Wind. Prinz Rob konnte den Wind nicht ertragen und begann in der Luft zu fliegen wie ein Stück Papier im Wind. Oh nein, der Wind trägt meinen Prinzen fort. Gerade als der Wind Prinz Rob in Richtung des Flusses trug, fing Rapunzel den Prinzen mit einem Schlag mit ihren langen Haaren ein. Oh, das war so knapp, Klapsi. Rapunzel rettete den Prinzen davor, im Fluss nass zu werden, aber dann begannen dunkle Wolken den Himmel zu füllen. Na toll, und jetzt wird es auch noch regnen. Wenn der Prinz nass wird, können wir ihn vielleicht nie retten. Rapunzel beschloss, den Prinzen zu nehmen und schnell mit seinem Pferd zum Schloss zu gehen. Doch Klapsi schrie ihr nach und hielt sie auf. Rapunzel, warte, siehst du, ich habe einen Zettel auf dem Boden gefunden. Rapunzel hob das Papier auf, das Klapsi gefunden hatte, und stellte fest, dass darauf magische Worte geschrieben waren. Es ist winziger als winzig, weißer als weiß, mehr gestreift als gestreift, mehr... Rapunzel, stopp! Lese diese Worte nicht, sonst wirst du auch verzaubert, oh nein! Ja, vielleicht, wenn wir das Papier zerreißen, könnte es den Bann brechen, bevor es regnet, Klapsi. Glaubst du, dass das klappt? Rapunzel zerriss das magische Papier in viele Stücke. Und dann rief sie nach ihrem Freund, dem Drachen, namens Drado. Drado! Drado hörte Rapunzels Stimme, schlug mit seinen riesigen Flügeln und kam zu ihr. Drado! Wir haben nicht viel Zeit. Mit deinem starken Feuer musst du diesen Zettel sofort in Asche verwandeln. Drado öffnete den Mund weit, um Rapunzels Bitte zu erfüllen. Und verwandelte die magischen Papierstücke mit der Flamme, die er rausprustete, in Asche. Und es hatte funktioniert. Prinz Rob wurde von dem Zauber befreit und er verwandelte sich wieder in einen Menschen. Er merkte nicht einmal, was mit ihm geschehen war. Rapunzel, endlich bist du da. Ich habe dich seit Monaten nicht mehr gesehen. Mein Prinz, du hast mir so sehr gefehlt. Ich hoffe, wir werden nie wieder so lange getrennt sein. Als die dunklen Wolken begannen zu regnen, umarmten Prinz Rob und Rapunzel einander in Liebe und gelobten, nie wieder voneinander zu gehen. Und Camilla, die böse Hexe, die ihr Glück durch die Glaskugel sah, war wütend, denn diejenigen, deren Herzen voller Böses sind, könnten niemals glücklich sein. Und diejenigen, deren Herzen voller Liebe sind, leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ich hatte einen seltsamen Traum, Rapunzel. Es war, als wäre ich sehr dünn.